Der absolute Wahnsinn, es füllt sich schon ganz schön schnell. Da haben sie schon ganz schön fleißig Erde erwirtschaftet, sozusagen, hier in ihrem tollen Geländebohrer. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn im neuen großen Update. Es ist raus, es ist erschienen. Wir haben uns ja ein paar Features von dem neuen Update teilweise schon angeschaut in den Wochen und Monaten zuvor. Und es gibt aber noch ein paar sehr viel geilere Neuerungen, meine lieben Freunde. Teilweise müssen wir die sogar auch noch schreif halten. Also erstmal, was ist neu? Was kennen wir noch nicht? Oder erstmal so anfangen. Was kennen wir schon von den Dingen, die neu sind? Was haben wir uns schon angeguckt? Wir haben uns schon angeguckt, das mit dem Biokraftstoff, die Golem-Produktion, die Golem-Fabrik haben wir uns schon angeguckt und haben auch schon die Teile-Produktion für die Golems an den Start gebracht, hier hinten. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder ein bisschen klarkommen. Genau. Hier, das sind die einzelnen Komponenten für die Golems, ne? Der Körper, die Arme und die Köpfe. Da haben wir auch schon irgendwo ein paar Golems gebaut, glaube ich, und auch schon angestellt. Genau, genau. Und was ist jetzt neu? Also wir haben jetzt hier zum einen nochmal so einen Katalysator-Tank. Weil man muss jetzt irgendwie, wenn ich das jetzt richtig sehe, auch Katalysatoren herstellen aus Sonnenblumen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Produzenten können Kraftstoff aus Nahrung und Wasser herstellen. Genau. Katalysatoren sind halt irgendwie... Was ist das eigentlich genau? Ein wirkungsvolles Biokraftstoffreagenz. Scheinbar nochmal so ein Booster, wie es aussieht. Der nochmal den Biokraftstoff nochmal ein bisschen boostert. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Keine Ahnung, was brauchen wir denn da? Imprägnierte Planken, Zahnräder und also Stahlblöcke, genau. Ja, die anderen Sachen kennen wir schon. Das haben wir alles schon gebaut. Der Biokraftstofftank, die Biokraftstoffraffinerie. Jetzt wollte ich nochmal gucken. Genau, jetzt gibt es als nächstes noch die Schwerkraftbatterie. Die speichert Überschussenergie und speist sie wieder ins Netz ein, wenn zu wenig Strom vorhanden ist. Strom im Sinne von Energie aus Flüssen, die, wenn hier am Rad gedreht wird, genau. Wir haben gerade übrigens eine Dürre, nur so, als kleiner Hinweis. Das schalten wir gleich mal frei, das Ding, weil das ist nämlich auch neu. Das haben wir uns noch nicht angeguckt. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Das bedeutet, genau, das wird aufgezogen. Wenn genug Energie da ist und wenn nicht mehr genug Energie da ist, wird es wieder runtergelassen und dann wird die Energie quasi in die andere Richtung freigegeben sozusagen. Wo haben wir denn eine Welle, wo wir das mal anschließen können? Hier sieht es ganz gut aus, warte mal. Ja genau, hier passt das doch. Wenn wir das hier mal so drehen, genau. Dann packen wir das mal hier hin jetzt und machen da einfach mal eine Kurve ran hier. So, wie viel brauchen wir da, wie viel Zeug? Stahl, Zahnräder und Planken, alles klar. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns die Neuerungen von Timberborn reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, wie cool ihr das findet, dass wir Timberborn machen. Und wenn ihr vielleicht auch noch irgendwas gesehen habt, was ich hier vergessen sollte bei den Neuerungen, dann könnt ihr das auch gerne noch drunter schreiben. Ergänzungen sind immer gerne gesehen. Genau, Erdbagger haben wir hier jetzt. Es ist jetzt möglich, die Erdblöcke, ja, die ja vorher immer nur durch Sprengstoff bewegt werden konnten, wo wir gerade bei Sprengstoff sind. Hier hat er schon wieder, hier hat er schon wieder ein Bum-Bum vorbereitet. Guckt euch das mal an, das schöne Bum-Bum hier. Nicht schlecht. Genau, also das war ja vorher immer nur möglich, die wegzusprengen und dann waren sie weg. Wenn sie weg waren, waren sie weg und dann waren sie nicht wieder, kann man sich wieder herholen. Jetzt ist es so, wir können mit Hilfe der Golems Erdbagger bedienen, die dann entsprechend eine Ressource erzeugen, nämlich Erde. Und die Erde kann dann in einem Erdhaufen gelagert werden. Und mit einer Terraforming-Station können die Golems, also das ist wirklich nur eine Aufgabe für Golems, können die dann mit diesen Erdressourcen neue Blöcke erstellen, die wir hier mit diesem Geländeblock setzen können. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich, statt künstliche Dämme aus Holz zu bauen, können wir theoretisch auch Dämme aus Erde bauen. Wenn wir das wollen. Ja, also wir können Blöcke wieder neu erzeugen. Wenn wir jetzt aus Versehen auch irgendwas gelöscht haben sollten, irgendwas weggesprengt haben, dann können wir es wieder erzeugen, indem wir dann das benutzen. Genau, oder wenn wir jetzt irgendwo... Also wir können uns jetzt überlegen, ob wir die Blöcke wirklich zerstören wollen, sodass sie weg sind komplett, oder ob wir sie einfach als Erde einlagern sozusagen. Ja, man könnte jetzt irgendwo hier so eine Art Steinbruch aufstellen. Wir können ja mal diesen Bagger bauen einfach.
Forschungspunkte haben wir ja locker genug für diesen ganzen Spaß. Machen wir das mal. Genau, bei den Eisenzähnen, nochmal als Hinweis, bei den Eisenzähnen der anderen Biber-Gattung, da gibt es auch Neuerungen. Die können wir uns jetzt aber nicht angucken. Also jetzt gerade in dieser Session nicht, weil wir jetzt noch keinen Eisenzähne-Spielstand haben, der auf diesem Stand gerade ist, dass wir das jetzt machen könnten. Da müsste man sich vielleicht nochmal hinspielen oder ich muss offscreen für mich nochmal probieren, ob einer von den alten Eisenzähnen-Spielstand geht, ob wir da auf dem Stand sind, dass wir das probieren können. Weil da soll es auch noch die eine oder andere Neuerung geben, die wirklich speziell für die Eisenzähne sind und hier nicht zu sehen sind. Müssen wir mal gucken. So, wie gucken wir mal, wie viele Golems haben wir denn jetzt eigentlich? Warte mal, wir haben einen Golem. Einen arbeitslosen Golem sogar. Mensch, da können wir doch mal hier jetzt so einen Bagger bauen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da braucht man ganz schön viele Ressourcen für so einen Bagger. Das muss man jetzt aber auch mal sagen. Ich muss aber auch mal schauen, wo ich den am besten baue jetzt. Vielleicht hier, warte mal. Hier wollte ich sowieso den Berg abtragen. So ein bisschen. Das wäre ja dann auch so, ne? Guck mal, wenn wir den hier hinbauen. So. Wenn wir den da hinbauen, wird doch das, was da vorne dann ist, an Erde wird doch dann abgetragen, oder? Machen wir das mal dahin. Bin ich mal gespannt. Müssen wir natürlich auch schauen, dass sie da genug Material haben. Ja, und da können wir ja dann direkt daneben auch gleich so dieses Erddings bauen. Hier so. Machen wir mal das Erddings hier oben drauf. Und dann ist das unser Erdlager und dann können wir mal gucken, wo wir es dann aufschütten mit der Terraform-Station. Da bin ich mal gespannt. Geländeblock, genau. Geländeblock, das ist dann so. Ah, guck mal, der sieht auch anders aus. Seht ihr das? Der sieht so ein bisschen anders aus. So ein bisschen feinkörniger dann. Interessant. Bagger, Captain of Industry. Ja, es ist jetzt im Grunde so leichte Captain of Industry-Vibes, könnte man sagen. In Form dieser Geländeveränderungsmöglichkeit. Ne? Ich meine, das war ja bei Captain of Industry das coole Ding, dass man das Gelände so verändern konnte. Und jetzt kann man das bei Kinderborn. Bei Timberborn kann man das jetzt auch machen. Junge, Junge. Kinderborn. Das neue Spiel. Das sind keine Biber, sondern das sind dann Kinder, die da hin und her laufen. Genau. Nein, Timberborn meine ich natürlich. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Wie sieht es eigentlich aus mit der Golem-Fabrik? Warum wird da eigentlich nichts gebaut? Ach, das Gebäude braucht Energie, um zu funktionieren. Schließe es an einen Generator an. Ach, deswegen habe ich da wahrscheinlich diese Welle gebaut. Das erklärt einiges. Warum habe ich die denn nicht fertig gebaut? Da habe ich wohl irgendwie gepennt. Warte mal, da müssen wir mal hier noch so eine T-Kreuzung machen. Das war irgendwie mal so ein Plan, glaube ich. Oder ich dachte irgendwie, das Lager leitet das weiter irgendwie, keine Ahnung. Oder ich wollte hier noch Wasserräder bauen. Irgendwas wollte ich hier noch machen. Was ist denn hier los eigentlich? Da ist irgendein Symbol über dem Ding. Was ist das? Überflutet. Ja gut, okay. Wie sieht es eigentlich mit dem Wasser aus? Wir sind ja gerade in der Dürre. Wie lange ist denn eigentlich noch Dürre? Oh, gar nicht mehr lange. Oh, ich muss aufmachen hier, sehe ich gerade. Lol, lol, lol. Schnell alles aufmachen. Hä, hey, ich wundere mich gerade schon. Hä, hey, was ist hier los? Schnell aufmachen, aufmachen. Gottes Willen, Gebäude benötigt Wasser, keine Aufgaben in Reichweite. Der Biber ist verletzt. Was wo? Ach so, ja, stimmt, die Verletzungsgeschichte. Ja, das ist das Beste, um das zu verhindern mit den Verletzungen, ist natürlich, wenn wir die Biber bei gefährlichen Aufgaben eher mit Golems arbeiten lassen. Löwenzahn, genau, Löwenzahn war das, um Medizin herzustellen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Gott, ich muss erst mal wieder reinkommen, es ist schon wieder so lange her. Ohne Witz, es ist schon wieder so lange her. Unglaublich, unglaublich. Genau. Ah, hier können wir auch sprengen. Guck mal. Also gleich. Ich spreng mal hier schon. Pock, 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 pock. Ja, da brauchen wir ja eigentlich den Sprengstoff gar nicht mehr so. Also ja, doch schon. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier den hinteren Streifen dann noch wegmachen möchte, dann braucht man den Sprengstoff immer noch. Aber wenn es einen jetzt nur darum geht, die Erde abzufarmen, dann ist Sprengstoff natürlich jetzt eher nicht so gut. Aber ich spreng jetzt hier nochmal. Yay! Willkommen zurück in Timberborn, kann ich da noch sagen. Feuerwerk zur Feier von einem weiteren Timberborn-Update. Nice. Wunderbar. Aber eigentlich müssen wir hier ja auch noch Sprengstoff setzen.
Das Ding ist, diese Bagger sind halt ganz schön teuer, ne? Da weiß ich gar nicht. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir das gebaut kriegen auch. Müssen wir mal schauen. Mein Plan war ja eh immer, ein paar von den Bergen auch wegzumachen. Guck mal, hier haben sie schon Getriebe, haben sie schon bei 100. Imprägnierte Planken. Ja gut, das dauert noch ein bisschen. Metallblöcke sind halt so ein bisschen das Ding. Wie viel haben wir denn da hier? Hier in dem Biom sind es tatsächlich gar keine. Aber wir haben Altmetall haben wir hier. Okay, warte mal. Wo wird denn nochmal das Altmetall verarbeitet zu Metall? War das zufällig hier? Das war, glaube ich, hier, ne? Altmetall. Hier haben wir auf jeden Fall die Metallklumpen, Metallblöcke. Ich muss erstmal mich wieder über die Handelsdinger, Handelswege erstmal wieder informieren. Ah, guck mal, das mit dem Migrieren ist jetzt hier mit einem extra. Das ist auch neu. Das kann man auch noch nicht mit diesen Knöpfen hier. Moment. Was haben wir denn hier für Handelswege? Beaverly Hills. Okay, wir exportieren schon mal kein Metall. Wir brauchen das hier für die Golems, kann das sein? Wird denn noch irgendwo Metall produziert, zufällig? Holzheim. Mal gucken, was war hier unten für einen Handelsweg? Ja, warte, hier. Ja, genau, nach Quellheim. Nee, hier wird kein Stahl produziert. Okay, Stahlproduktion scheint ein bisschen Mangelware zu sein hier. Ich glaube, das müssen wir eh nochmal ordentlich steigern. Wir hatten auch, glaube ich, vor, hier diese unterirdische Ruine zu erschließen. Also, um das Eisen daraus zu holen, warte mal. Ah ja, stimmt, es war so abartig teuer, ich erinnere mich. Ist der Schwerkraftspeicher an einer hohen Klippe nicht sinnvoller? Das werden wir gleich sehen. Ist der denn jetzt schon fertig? Wartet auf Materialien. Nee, Getriebe fehlen noch. Exportieren wir hier gerade Getriebe? Wir exportieren Getriebe nach Hamsterdam, okay. Ja gut, müssen wir mal gucken, was dann da überhaupt noch übrig bleibt. Hamsterdam war das hier, ne? Ja, das war Hamsterdam, genau. Schmelzerei. Das geht jetzt natürlich alles in die Schmelzerei und, also beziehungsweise, es geht vor allem in die Mine rein. Schauen wir mal, wie sieht's aus bei dem Spaß hier? Ja, da fehlen jetzt halt die Metallblöcke. Okay, warte mal, wir machen jetzt mal spaßenshalber was. Wir machen mal einen neuen Handelsweg. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie das nochmal ging. Oh Gott, ich hab's lange nicht mehr gespielt, sollte ich dazu sagen. Route hinzufügen geht gar nicht, siehst du mal. Wir exportieren Sprengstoff nach Hamsterdam, das lassen wir jetzt einfach mal. Und sagen, neue Route hinzufügen und sagen, geh mal dahin, genau, und transportiere da mal Metallblöcke hin. So. Genau. Und wir können ja eigentlich. Warte. Wir können ja von hier, weil wir jetzt ja hier Metall produzieren, wenn wir das nicht eh schon exportieren, genau, können wir ja von hier jetzt Metall hierhin exportieren eigentlich. Also. Hier die fertig geschmolzene Metallblöcke. So. Und dann ist das so eine Art, ne, von hier nach da und von da dann auch noch weiter nach da. Und dann verteilt sich das dahin, wo es gebraucht wird. Perfekt, perfekt. So muss das sein. So, hier läuft es gleich über. Hier muss ich gleich aufmachen. Da mussten wir, glaube ich, hier die vorderen zwei war das immer, ne? Ich weiß die Mengen nicht mehr, wie ich die Schleusen auf und zu gemacht habe. Ey, oh, das ist alles so lange her. Wir haben jetzt schon so lange kein Timberborn mehr gespielt. Das ist eigentlich kriminell fast schon. Haben wir nochmal einen Golem jetzt gebaut eigentlich? Jetzt müsste ja eigentlich die Welle fertig sein. Die Welle ist nicht fertig. Das Gebäude braucht Energie, um zu funktionieren. Schließe es an einen Energiegenerator an. Energieeinspeisung. Ja, ist doch eigentlich, oder? Nee, Moment mal, mechanische Energie, das ist jetzt was anderes, oder? PS. Moment mal kurz. Energie. An einen Energiegenerator. Ja, aber ist es nicht. Ist es nicht das? Oder spinne ich jetzt gerade? Ich check's gerade irgendwie nicht. Stehe ich gerade auf dem Schlauch oder was? Warte mal, was war denn dieses mit dem Bio-Treibstoff da? Katalysatortank, ein stärkerer. Golemfabrik. Gibt es noch irgendwie einen neuen Generator oder so? Biokraftstofftank? Raffinerie? Nö, hä? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Oder kommt einfach nicht genug rein. Warte mal, 250 PS und hier kommt 240. Energieversorgung, Nachfrage im Netzwerk 240.
Da brauchen wir einfach noch eine Mühle, wie es aussieht, wenn ich das jetzt richtig sehe. Du musst die massive Wand anschließen. Was, die massive Wand? Was ist denn die massive Wand? Wo finde ich die denn? Massive Wand. Ach so, die massive Wand da. Ach so, das geht nicht wegen dem... Ah, ja, ich verstehe, okay. Ja, jetzt verstehe ich es. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, da funktioniert es. Oh, ja, okay. Weil da dieser kleine Schniebel da noch ist, da, der da nicht so richtig da dazugehört. Jetzt habe ich es verstanden, okay. Mann. Ich wundere mich schon. Hä, das ist doch alles in Ordnung da. Aber haben die das nochmal umdesignt? Das sieht irgendwie anders aus, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Egal, jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Wie sieht es denn jetzt hier mit dem Grabungsdings aus? Okay, es sind immerhin schon mal 10 Metallblöcke drin. Nicht schlecht. Das kann sich sehen lassen. Und was ist hier? Da fehlen dann auch die Metallblöcke. Ja, Metallblöcke fehlen halt, ne? Haben wir uns schon fast gedacht. Eigentlich. Ich kann ja hier schon mal sprengen. Sprengen. Und hier auch. Sprengen. Nice, 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 nice. Ja, die Sprengung geht irgendwie langsamer als früher, oder? Also, früher ging die irgendwie schneller. Aber kann auch dran liegen, dass hier der Spielstand jetzt schon noch ein bisschen größer geworden ist. Meine Spielgeschwindigkeit ist auf langsam. Ja, ich kann mal ein bisschen hochdrehen eigentlich, das Ganze. Das stimmt natürlich. Das können wir mal machen. Dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind, nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr? Dann geht das auch schneller, dann sehen wir schneller ein Ergebnis. Ich muss mich auch erstmal wieder, wie gesagt, an Timberborn gewöhnen. Das ist ja schon ein bisschen ein anderes Gameplay teilweise. Auch mit diesem Wassermechanik, dass man immer auf die Wasserstände achten muss und so. Das ist ja... Muss ich mich erstmal wieder reinfuchsen, so ein bisschen. So ganz leicht. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen mit dem Geländebearbeiter in der Episode. Ich bin gespannt. Wäre natürlich super, wenn wir das schaffen. Und vielleicht hier noch mit dem Ding. Metallgetriebe sind halt nach wie vor immer noch das, was immer noch zu wenig reinkommt. Warte mal, vielleicht brauchen wir hier bei der Golem-Produktion eigentlich Getriebe? Ja, hier brauchen wir Getriebe. Warte mal, dann pausieren wir das hier jetzt erstmal. Wir haben ja Golem-Teile erstmal schon ganz gut am Start. Pausieren wir das mal, damit die nicht noch mehr Getriebe rausziehen, dass wir uns jetzt erstmal darauf konzentrieren. Dass wir die Sachen erstmal gebaut kriegen, die hier wichtig sind. Das hier, wobei da gar nicht mehr so viel fehlt jetzt eigentlich. Und das hier am besten auch noch. Oh, der Golem. Er wird produziert, er wird gebaut. Das sieht aber cool aus, guckt mal. Wie sie die so zusammenschweißen hier. So, jetzt haben wir schon 2 Golems, sehr nice. Weil wir brauchen ja dann die Golems, wie gesagt, für den Bagger. Den müssen wir dann migrieren. Müssen wir mal gucken, ob wir den dann auch migrieren können. Wie ist denn das dann eigentlich? Warte mal. Wenn ich mal hier aufs Dorf-Dings gehe. Arbeiter, die in neuen Gebäuden arbeiten dürfen. Golems. Bevölkerung migrieren. Ah ja. Oh mein Gott. Das ist aber auch neu, oder? Ja, guck mal hier. Golem, genau. Da kann ich Golems hin und her schieben. Perfekt. Machen wir jetzt aber noch nicht. Wir warten erstmal, bis der Golem hier noch fertig ist. Guck mal, man kann da richtig zugucken. Das ist ja geil. Das ist ja voll cool, wie die so aus Einzelteilen zusammengesetzt werden. Voll cool. Wir bauen uns einen Biber zusammen. Guck mal, da hat er einen Körper gekriegt. Da kommt noch der Kopf oben drauf und dann wird er noch betankt dann. Ah, ich glaube, apropos, genau. Die brauchen ja auch Treibstoff, ne? Die Golems. Warte mal, da müssen wir ja in der anderen Dings, müssen wir ja dann auch Treibstoff produzieren. Oder zumindest müssen wir Treibstoff hingeben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist denn das? Hier, genau. Golem-Teile für Biokraftstofftank. Ein großes Fass, in dem große Mengen Kraftstoff eingelagert werden können. Ja, brauchen wir schon, oder? Würde ich jetzt sagen. Ohne das geht's nicht. Das müssen ja die Golems, können ja gar nicht tanken. Oder werden die nur einmal betankt? Wie war denn das nochmal?
Kann man das irgendwo nochmal nachlesen? Ich weiß es leider, warte mal. Golem-Teilefabrik. Andere Gebäude können darauf gebaut werden. Produzenten können Kraftstoff aus Nahrung und Wasser herstellen. Nam, 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 nam. Wenn wir es aus Kartoffeln herstellen und Wasser, kriegen wir 30 Einheiten Kraftstoff. Und dieser komische Booster da, der ist aus Ahornsirup und Sonnenblumenkern. Wir schauen mal. Vielleicht, die werden ja dann sich melden, wenn sie keine Energie haben. Wir gucken mal. Sonst müssen wir dann noch einen Tank aufbauen. Ich check's gerade nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann auch sein, dass die das nur beim Bauen brauchen und dann nicht mehr. Aber hier ist eigentlich kein Treibstoff angefragt. Der Schniepel, der nicht dazugehört. Darüber sollten wir nachdenken. Ja? So ist das. Aber soweit sieht es eigentlich erstmal gut aus. So, der Golem wird immer noch gebaut. Jetzt ist ja gerade Nacht, da wird ja eh nichts gemacht. Oh, Dürre. In 3 Tagen, na toll. 3 Tagen ist wieder Dürre. Noch schnell alle Bereiche mit Wasser füllen. Hier auch aufmachen. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Schnell. Schnell überall noch Wasser hin. Ganz wichtig. 3 Tage haben wir noch Zeit, um den Spaß hier aufzufüllen. Gleich mal noch sprengen hier. In 3 Tagen, meine lieben Freunde, ist vorbei mit Wasser. Ja, das war hier in dem Spielstand immer ein ganz schönes Hingetingeltangel. Die Dürrephasen waren immer sehr lang und die Wasserphasen waren immer eher kurz. Deswegen muss man ganz schön aufpassen, dass man sich da nicht in eine Hungersnot oder irgendwie in eine Verdurstungsphase rein tingeltangelt. Da müssen wir ganz schön gucken. Ich mach mal hier dazu. So, wie schaut's? Jetzt ist hier nicht genug... Ja, mechanische Energie fehlt. Kein Wind am Start. Nee, wo waren wir hier jetzt? Wie viel ist hier? Was fehlt hier? Oh, wir haben es gleich. Fehlen nur noch 7 Metallblöcke. Dann brauchen wir halt noch das Erdding. Und dann müssen wir die Golems noch rüberschieben. Wie ist denn das hier mit dem Energiespeicher? Der ist auch fast fertig. Braucht nur noch 2 Getriebe. Nice. Gibt es eine Tankstelle für Golems? Nee, wir haben alles freigeschaltet. Es gibt keine Tankstelle, soweit ich das... Zumindest soweit ich das sehen kann. Ich glaube, wenn, dann ist der Biotreibstofftank die Tankstelle. Aber ja, müssen wir mal gucken, ob das wirklich so ist. Ich weiß es nicht. Gott, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war mit dem... Wann man nochmal zumachen musste, die Dämme, und wann man sie offen lassen musste. Wie lange man sie offen lassen musste, wie lange man sie zulassen. Da hatte ich irgendwie so eine tolle... Das ist so das Ding, wenn ich so lange keinen Timmerborn gespielt habe, da komme ich aus diesem Takt so raus. Mit wann muss ich die Dämme schließen, wann muss ich sie öffnen, bevor die Dürre anfängt. Damit das maximal zurückgestaut wird, das Wasser halt. Ne? Das ist halt das Ding. Haben die Golems eine Anzeige für den Treibstofffüllstand? Weiß ich nicht genau. Genau, übrigens der Hinweis an der Stelle, ihr könnt euch natürlich Timberborn mit dem großen Update 2 jetzt auch, ich glaube, es ist jetzt auch im Angebot bei Steam tatsächlich, müsste es zumindest sein. Könnt da gerne auch mal reinschauen da und könnt natürlich auch gerne, wenn ihr es nicht eh schon habt, könnt ihr es euch natürlich auch gerne holen bei Steam. Die Links auch im Video sind natürlich dann auch in der Beschreibung entsprechend und im Live-Chat im Stream wird auch immer mal ein bisschen was eingeblendet, parallel. Nice, nice. Genau, und ich sollte vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, das Ganze ist eine gesponserte Episode. Zumindest im Livestream ist es eine gesponserte Episode. Das Video an sich nicht, aber der Livestream ist gesponsert, genau. Muss ich auch noch erwähnen. Habe ich fast vergessen. Genau. Nice. So, das heißt, wie sieht's jetzt aus? Jetzt müsste das Ding ja eigentlich fertig sein, oder? Nein, noch nicht ganz. Fehlen immer noch, die 5 Metallblöcke fehlen noch. Aber der Golem hier ist gleich fertig. Ja, der ist gleich fertig. Der Golem hat's gleich. Hey, der sieht voll lustig aus. Die haben voll lustige Hüte irgendwie. Jawohl, noch 7%. Schaffen sie aber nicht mehr an dem Tag. Das schaffen sie nicht mehr. Brauchen noch 7%. Sind schon wieder im Bett, die Biber. Diese schlafenden Biber. Wie viele Golems braucht denn dieses Teil jetzt eigentlich? 4 Golems. Das ist jetzt die Frage. Reichen 2 Golems aus? Wir haben ja 2 Golems. Oder brauchen wir da unbedingt 4? Das ist so die Frage.
Und ich sehe schon, Energie brauchen wir auch noch. Dann müssen wir da noch eine Mühle daneben bauen noch. Moment. Gut, dass ich das neu gesehen habe jetzt. Ich dachte gerade schon, ja. Brauchen wir da nicht auch irgendwie noch PS? Jetzt die Frage, warte mal, macht man das jetzt hier? Können wir die auch... Nee, da geht's ja nicht. Ich baue sie mal jetzt direkt daneben einfach. Und dann noch eine Welle dazwischen. Ich weiß nicht, ob das gültet. Können die da überhaupt rein? Warte mal, die haben den Zugang oben, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe, Moment. Das ist ja hier der Bohrer, genau. Ja, der Zugang ist oben, oh. Da muss ich da noch eine Treppe hochbauen, Mensch. Meine Güte, was man da alles beachten muss. Ist ja schon ein bisschen krass, ne? Dann machen wir das so. So, 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 so. Und so. Ja, genau. Guck mal. Ist noch ein Eingang da? Ah, er ist fertig, der Bohrer. Er ist fertig. Okay, ja, genau. Er hat keinen Zugang und er hat auch keine Arbeitskräfte. Alles klar. Wir haben jetzt 3 Golems. Warte mal, dann schieben wir die jetzt gleich mal rüber. Über das Migrationstool, das neue. Bevölkerung migrieren. So, warte, 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 warte. Das war jetzt, warte mal, ich will mal gucken, was war das jetzt für eine Stadt? Wie hieß die nochmal? Die hieß Beverly Hills, genau. Also, Bevölkerung migrieren, 3 Golems rüber zu Beverly Hills. Genau. Wunderbar. Und das, die laufen da jetzt hin, oder? Müsste es jetzt eigentlich tun. 1,6 Tage ist noch Zeit bis zur Dürre. Ah, jetzt läuft es da auch über. Oh, 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 oh. Warte, jetzt müssen wir das auch mal zumachen tatsächlich. Dann lieber hier mal das schließen. So, und dann lieber hier oben mal zurückstauen lassen schon. Sonst haben wir da unten nämlich eine Überschwemmung am Hals. So, genau, warte, jetzt müssen wir hier die Golems eintragen, glaube ich. Nur Golems, genau. Ja, warum gehen, müssen die ja nicht jetzt nicht automatisch hingehen eigentlich, wenn ich die jetzt schon übertragen habe? Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich das mit der Dürre überschneide. Ich muss eigentlich jetzt gerade auf die Wasserstände achten. Ich kann jetzt gerade nicht so richtig da hingucken. Moment. Ich muss schnell mal mich um die Wasserstände kümmern, sonst haben wir hier ein Dürreproblem gleich. Mach mal hier die Schleuse zu. 2 reichen, aber sie arbeiten langsam. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo sind denn jetzt die Golems hier? Müssten wir jetzt hier nicht welche haben? Die sind immer noch nicht da. Leerstand einer, 3 Arbeiter. Ah, doch, ah, jetzt sind sie. Was, wie heißen die denn, Leute? Fassroboter 2, Fassroboter 3 und Barrelbot 1. Achso, das ist auf Deutsch jetzt. Stimmt, das wurde eingedeutscht, wurde übersetzt. Der eine, der war noch entstanden in der Experimente, wo es noch nicht übersetzt war. Der heißt, da hieß dann noch Barrelbot. Und die anderen beiden sind die, die wir jetzt produziert haben. Und die heißen jetzt Fassroboter. Okay, Fassroboter? Okay. Lassen wir das mal so stehen. So, was ist jetzt? Was fehlt jetzt noch? Ah ja, die Energie stimmt. Ah ja, stimmt, die Mühle bewegt sich gerade nicht. Genau, das Besondere bei den Golems ist, die können auch nachts arbeiten, wenn die Energie halt am Start ist. Momentan ist halt kein Wind am Start. Das ist ein bisschen das Doofe. Ich meine, man könnte jetzt hier natürlich... Warte mal, hier könnte man doch jetzt eigentlich auch noch einen Energiespeicher noch bauen. Warte mal, wir können ja mal Folgendes machen. Machen wir mal hier den Weg nochmal weg. Der ist, glaube ich, eh relativ sinnlos. So, dann macht man da mal das so. So und so. Und dann ziehen wir mal eine Welle hier rüber. So, und dann bauen wir hier einen Energiespeicher hin. Das ist doch eine gute Idee. Warte, so. Moment. Vielleicht dahin. Dann haben wir mehr Platz zu den Bäumen nach unten. Warte, dann müssen wir noch das da wegmachen. 0,9 Tage noch bis zur Dürre. Sag ja, ich muss hier echt aufpassen. So, machen wir das. Dann wird nämlich ein Teil von der überschüssigen Energie von der Mühle eingespeichert. Wenn die das nicht komplett verbraucht. Und dann wird dann immer auch noch ein bisschen was abgegeben an das Ding. Apropos Energiespeicher, ist der hier jetzt eigentlich soweit? Ja, der ist jetzt soweit. Guck mal. Guck mal, der hat jetzt Energie gespeichert schon. Der gibt es jetzt auch ab. Seht ihr das? Schwerkraftbatterie speichert den Energieüberschuss und speist ihn ins Netz ein, wenn zu wenig Strom vorhanden ist. Je hochwertiger die Bauweise, desto mehr Energie... Hä? Je hochwertiger... Er meint wahrscheinlich, je höher die Position ist, desto mehr Energie kann gespeichert werden. Das ist, glaube ich, damit gemeint. Hochwertig, weil ich... Wie soll ich das denn hochwertiger bauen? Das verstehe ich nicht. Es geht doch nur entweder oder...
So, warte mal. Lassen wir das jetzt hier. Machen wir das jetzt hier noch auf? Nee, ich glaube nicht. Das lohnt sich nicht mehr von der Zeit her. Dann würde ich jetzt einfach hier mal schon zumachen. Ah, das wird schon nach hinten zurückgestaut. Okay, warte, dann mach hier. Da läuft es auch über. Okay, ja, das ist eigentlich okay. Das ist eigentlich gut so, wie das jetzt gerade ist. Dann wird es hier noch ein bisschen aufgefüllt. Haben wir vielleicht gerade so ein bisschen hier so eine Überschwemmung. Wie lange hält denn das eigentlich? 7,6 Tage. Ja, das ist okay. In 1,0 Tagen. Dann, genau, jetzt staut sich's hier zurück. Ja, guck mal, das ist eh gleich. In 0,6 Tagen ist eh gleich der Zug abgefahren. Oh ja, es bewegt sich. Meine lieben Freunde, guckt euch das an. Wir haben einen Bagger am Start. Oh, wie geil. Ah, guck mal jetzt. Oh nein, die Golems, die brauchen Energie. Guckt mal. Wie hat er so. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sie hat ja auch einen Tank hinten drauf. Ich kann nicht mehr. So sehe ich auch immer aus, wenn ich zu lange rumgesessen habe und gestreamt habe. Also anstrengend alles. Wenn mir die Cola ausgeht, dann sehe ich so aus. Herrlich. Wunderbar geil. Wie viel Erde ist denn schon zusammengekommen? Schon 12 Haufen. Nicht schlecht. 12 Häufchen. Ja, wo geht er jetzt hin? Der geht jetzt da. Hä? Hat er sich da gerade auf eine Bank gesetzt? Der hat sich da gerade auf eine Bank gesetzt. Der Golem. Aber ich check gerade nicht. Gehen die jetzt einfach random rum? Oder gehen die gezielt jetzt dahin, wo sie drei. Okay, die gehen einfach jetzt random in der Gegend rum. Okay, warte mal kurz. Dann müssen wir doch dafür sorgen, dass wir einen Treibstofftank noch bauen. Weil ohne wird es wohl schwierig werden. Also wir brauchen also Treibstoff und mechanische Energie, um Terraforming zu machen. Alles klar. Also warte, Treibstoff ist Biokraftstoff. Hier genau. Geht das da überhaupt noch? Ja, ist gerade noch so da dran, genau. Dann macht man das rein. Ja, und dann, was braucht das? Das braucht Getriebe, Metallblöcke, natürlich alles. Natürlich braucht das wieder alles. Ja, und dann müssen wir eine Handelsroute machen. Dann müssen wir das exportieren. Warte mal, dann lösche ich mal den Sprengstoff und mache schon mal eine Handelsroute. Also Route hinzufügen, genau. Mit Biokraftstoff. Schauen wir mal. Da bin ich mal gespannt. Das müsste es dann eigentlich. Müsste sie dann eigentlich in die Lage versetzen, dass sie das dann auffüllen können, wenn denn irgendwann mal genug Zahnräder und alles und Metall zusammengekommen ist, dass wir das alles gebaut kriegen, weil das dauert jetzt hier natürlich schon ein bisschen ein Eckchen. Definitiv. So, warte mal, jetzt machen wir mal hierzu. Hierzu. Und wir machen außerdem auch hierzu. Und hierzu. Weil jetzt ist nämlich gleich Dürre. Ja, hier läuft es eh über. Hier ist auch noch was drin. Sieht auch gut aus. Hier hinten ist auch überschwemmt, mehr oder weniger. Und da läuft es auch so ein bisschen zurück noch. Ja, ist so okay. Und hier unten müsste eigentlich auch. Ja, das sieht auch gut. Das kommt ja von der anderen Seite. Da ist ja noch eine zweite Quelle hier drüben. Das kommt ja von hier. Das sieht auch sehr gut aus. Ist auch schön nach oben gestaut. Da habe ich jetzt ja hier auch zugebaut, damit das nicht hier hinten reinfließt noch. Unnötigerweise. Genau, so passt das. Und dann ist gleich Dürre, dann haben wir maximale Befüllung. So nice, die Windmühle läuft, aber die Golems sind jetzt alle kaputt. Die können sich jetzt nicht auftanken. Solange die nicht kaputt gehen, wenn sie sich nicht auftanken können. So, hier haben wir jetzt nochmal einen Golem gleich, einen neuen. Da ist gleich wieder einer fertig, genau. Und der hat ja dann hier Treibstoff. Den können wir jetzt auch arbeiten lassen an Stellen, wo die Biber sich häufiger verletzen. Jetzt ist die Frage, in welchen Arbeitsstellen verletzen die sich häufiger? Ich meine, wir können natürlich auch Golems produzieren lassen. Ihr seht aber schon, um den Golem-Arbeitsplatz freizuschalten in einer bestimmten Anlage, also man kann theoretisch in jeder Anlage Golems arbeiten lassen, aber es kostet halt ordentlich was an Science Points, um das zu machen. Also Forschungspunkte müssen wir dafür ausgeben. Und ja, dann können wir die Golems da dann arbeiten lassen. Wir sollten vielleicht auch mal hier die Treibstoffproduktion wieder anwerfen. Kostet natürlich Wasser, aber ist jetzt egal. Ohne Treibstoff keine Golems. Ich glaube nämlich auch, die Arbeitsplätze in der Golem-Fabrik,
Oder zumindest in der Teilefabrik von den Golems. Die waren ziemlich verletzungsintensiv. Also da haben sich die Biber mal ziemlich stark verletzt. Und das muss man ja jetzt auch im neuen Update gegenheilen, indem man Heilkräuter produziert über die Löwenzähne. Damit die sich dann da heilen können damit, wenn die sich verletzt haben. Und man kriegt ja jetzt auch die Krankenbetten und sowas alles da. Also, ne, das sind diese kleinen Zelte hier. Die kann man auch jetzt benutzen, damit die Biber geheilt werden, wenn sie sich verletzt haben sollten beim Arbeiten. Ganz, ganz wichtig. Wie viele Golem-Teile haben wir eigentlich noch? Wir haben ein Gehäuse. Vier Gliedmaßen. Warte mal, muss ich hier oben gucken, glaube ich. Drei Gehäuse. Acht Gliedmaßen. Und Köpfe haben wir keine mehr, wa? Ich glaube, Köpfe fehlen. Warte mal, dann lass mal Köpfe machen. Lass mal Köpfe rollen, hö. Hier, da habe ich den Golem zum Beispiel schon schreigefaltet. Da kann ich auch umstellen auf den Golem. Und dann kann ich sagen, schalt das ein. Genau, und dann arbeitet da der Fassroboter 4. Wie gesagt, der wird nie müde. Der schwitzt nicht. Der ist immer im Büro vor Chef. Ja, der Gerät. Und der kann auch nachts arbeiten. Der braucht nur Treibstoff eigentlich. Mehr braucht er nicht. Ah! Okay, sie wurden anscheinend aufgetankt, wie es aussieht. Hä, wie haben sie denn das jetzt gemacht? Hat das schon... Ach, das reicht schon aus. Warte mal. Das reicht anscheinend schon aus, wenn man... Wenn man das rüber exportiert, dann holen die sich das ab aus dem Dings. Okay, warte, dann können wir das hier eigentlich abbrechen jetzt. Naja, ist jetzt natürlich verschenktes Zeug eigentlich. Oder egal, wir lassen ihn einfach stehen, ist egal. Dann haben wir einen großen Tank. Wir werden ja wahrscheinlich hier eh noch viel machen. Ah, guck mal, jetzt wird hier auch schon was entfernt. Da fehlen jetzt schon Blöcke. Aber Erde kann ja jetzt momentan auch noch nicht eingelagert werden. Uns fehlt ja noch der Erdhaufen. Als Effekt gibt es nasses Fell, was die Laufgeschwindigkeit beeinflusst. Nasses Fell hatte aber, glaube ich, einen positiven Einfluss gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Also es war, glaube ich, positiv. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da. Bei mir verletzen sie sich gefühlt alle 10 Minuten in der Sprengstofffabrik. Ja, das kann auch sein, dass es da... Oder in der Schmelzerei. Das kann auch ein Job sein, der ziemlich intensiv ist. Da können wir ja die Golem-Punkte schon mal freischalten eigentlich. Da können ja dann die neuen Golems, die dann kommen, können ja dann da arbeiten eigentlich. Wo waren die Sprengstofffabrik? Da, oder? Ja, genau. Guck mal, das kostet auch unterschiedlich viel. Noch haben wir ja keinen neuen Golem. Müssen wir mal ein bisschen warten, bis der da noch fertig ist. Dem fehlt, glaube ich, der Kopf noch. So ein bisschen. Dem fehlen jetzt noch die Teile. Und der hier kann nicht arbeiten, weil ihm die Rohstoffe fehlen. Ja, das ist gar nicht so ohne hier, ich sag's euch. Das frisst alles ganz schön Rohstoffe mit den Golems. Aber cool, dass wir das hier gekriegt haben mit dem Bagger. Freut mich, dass wir das in der Episode noch geschafft haben, auf jeden Fall. Ja, man kann jetzt terraformen in Timberborn, meine lieben Freunde. Der absolute Wahnsinn. Mit Golems terraformen. Das muss man erstmal hinkriegen hier. Ist auch voll die krasse Technik mit diesem... Das ist ein sehr unkonventioneller Bohrer. Das ist einfach so ein riesen Ventilator, der sich in die Erde gräbt irgendwie. Ist auch lustig. Und beim Bäumefällen... Golems. Ja, stimmt. Da können die dann, glaube ich, auch mehr machen. Ne? Da können die auch auf jeden Fall länger auch arbeiten und so. Also das hat auf jeden Fall große Vorteile, wenn man die Golems benutzt. Problem ist, man muss es sich halt erstmal teuer erkaufen und man muss halt auch immer den Biokraftstoff für die Golems herstellen. Ne? Aber wenn man dann die Golems halt einsetzt, dann kann man seine Biber vor Verletzungen schützen und kann halt so tolle Sachen machen wie Terraforming, was man vorher ja eigentlich nur so begrenzt machen konnte eigentlich. Nur mit Sprengstoff, mehr oder weniger. Ich meine, an sich könnten wir jetzt auch die Sprengstofffabriken pausieren, weil an sich sprengen ist jetzt eigentlich ja nicht die bevorzugte Variante, wie wir es machen könnten eigentlich. Es wäre eigentlich, die Golems wären jetzt die bevorzugte Variante. Und nochmal ein kleiner Einschub an der Stelle, meine lieben Freunde. Die Biber und die Golems, sie schleppen jetzt die Erde in den Erdspeicher rein. So sieht das Ganze nämlich aus. Der absolute Wahnsinn. Es füllt sich schon ganz schön schnell. Da haben sie schon ganz schön fleißig Erde erwirtschaftet sozusagen hier in ihrem tollen Geländebohrer. Der absolute Wahnsinn. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Und ja, da wird jetzt weiter gebohrt, fleißig, bis ordentlich Erde zusammenkommt. Und jetzt können wir die, glaube ich, auch aufschütten tatsächlich. Weil wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, Erdblöcke
zu platzieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache jetzt mal spaßenshalber einfach mal hier einen hin. Einfach mal so, weil ich es kann. Und wer macht das dann eigentlich? Nur ebenerdig. Muss auf dem Boden gebaut werden. Ja gut, das ist ja der Boden. Andere Gebäude können darauf gebaut werden. Ein künstlicher Geländeblock, der den Arbeitern in der Terraforming... Ach so, ja, nee, das stimmt. Das war ja mit Terraforming-Station. Warte mal, da brauchen wir ja auch wieder Golems. Ah, haha, nee. Dann können wir das gleich abbrechen. Nee, das funktioniert nicht. Nee, dann müssen wir jetzt wieder eine Terraforming-Station bauen. Da können wir uns ja überlegen, wo wir das dann machen eigentlich. An welcher Stelle wir das dann aufbauen. Wo wir Land aufschütten wollen. Vielleicht wollen wir ja irgendwo auch was zuschütten. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Benachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.